Hallo Leute. Oh Gott, ich muss dieses Video dann nochmal schneiden. Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Castlevania 2 auf dem NES. Mit dabei wieder der Kill Bill 158. Yo, 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 im vollen yo, Namen, er besteht darauf. Denn es gibt ja auch andere Kill Bill, aber die sind nicht er. Das ist das Wichtige daran. Also, wir machen jetzt hier weiter. Und wir haben festgestellt, wir sind hier total verkehrt, deswegen gehen wir hier weg. Naja, was heißt total verkehrt, sind wir jetzt nicht, aber wir sind zumindest verkehrt. Ja. Total weil wirklich. Es gibt ja nämlich noch anderen geilen Stuff, den es so zu holen gibt. Genau. Den wir uns jetzt hier einverleiben werden. Zack, zack. Jeden Fall. Fick dich doch, dumme Kackviecher. Was? Was hörst du aus deinem Munde? Kackviecher. Zum Glück braucht er bloß Zuschläge. Hm? Der Mami braucht Zuschläge von Kopf, damit die kaputt geht. Dun, 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 dun. Ich mach sie alle tot. Das macht mir Spaß. Ich bin Simon. Und nochmal speichern. Also, pass auf. Pass auf. Gut. Jetzt kommt ihr nämlich gleich, ja? Da kommt der Fluss. Ja, und da probiere ich jetzt. Eine Red Crystal. Den roten Kristall aus. Und pack mich jetzt hier hin. Ja, mach das mal. Wieder 50 Sekunden warten. Na, und dann stellen wir fest, hier geht's hier wieder runter. Das hatten wir ja auch schon mal. Genau. Also, pass auf, die. Und jetzt gehen wir nicht nach links, sondern nach rechts, oder was? Nee, nach links, nach links. Also, pass auf, die Dragulas Nägel sind eine besonders scharfe und gefährliche Nägel von Dragulas in Bodleian-Menschen. Okay, das hast du dort quasi von dort gekriegt, ja. So. Wenn du sie verwendet, verleiht der Nagel dir Macht. Simon ermöglicht es ihm, falsche Blöcke mit einer einfachen Streik der Peitsche. Ach lol, jawohl. Du kannst da, wo du früher quasi immer ein Weihwasser brauchtest. Genau, kannst du dann BAM machen, Alter. Hardcore. Dann müssen wir mal kurz hier die Köpfe kaputt hauen, die sind ja voll entnervig. Du kannst da auch noch gleich unten, wo bist denn du, scheiße Dreck, scheiße, du musst runter, geh zurück. Warum muss ich runter? Genau unter dir, genau unter dir muss hin. Das war ja echt Premium. Ja, das war genau da, wo du nicht hin sollst. Und jetzt kannst du zum Beispiel das mal. Doch, das. Genau. Bäm, fett geil. Und der Typ gibt dir die beste Peitsche im Spiel. Ja, okay, ich muss jetzt erstmal vor dem Kopf flüchten. Komm wieder und erlöse mich mit der stärksten Waffe. Ach so, du hast die Vorgänger verwendet. Ne, die habe ich nicht. Ich habe doch gesagt, wir brauchen eine neue Peitsche. Ach, scheiße, da hätte dir nämlich jetzt einen Morgenstern draus gebastelt. Shit. Mann, verpiss dich, du hässlicher Kopf, Junge. Wir haben in der letzten Stadt die Peitsche verpasst. Ja, wir haben nur noch die scheiß Kettenpeitsche. Oh, what? Ich will nicht zurück. Scheiß auf die Peitsche. Ja gut, dann scheiß mal erstmal auf die Peitsche. Gut, dann geh genau oben lang, wo du lang wolltest. Und dann nur noch links halt, ne? Also kann ich nochmal eigentlich laden in dem Moment. Ja, genau. Also die Todes-Toten-Köpfe, kann ich hier nach links einfach weitergehen? Oder ja, genau, nee, links, okay. Links. Da oben ist eigentlich sowas für Leute, die so zu verirren, weißt du? Da oben ist eigentlich gar nichts. So. Was war das jetzt für eine Aktion, Alter? Dummer Arschkopf. Ja, du hast jetzt scheiß Waffe. Im Grunde wäre es schon schön, wenn wir schon noch überleben, aber na gut. Da leben wir jetzt da mal mit. So, genau. Hey. Genau. Hey. Nee, genau unten. Nee, bring den um, bring den um. Nee. Warum soll ich ihn umbringen? Ich kann ihn nicht umbringen, ich bin schwach. Ich bin Simon. Nein, du musst ihn jetzt umbringen. Das hat schon Sorge da gleich rum. Natürlich treffe ich den gerade nicht. Nee. Ah, Skill beweisen, ja. Ach, das hat nichts mit Skill zu tun, das ist jetzt einfach nur noch Luck. Nee, der muss tot sein. Du musst dich ein bisschen anstrengen. Weil genau unter dir ist ein Buch. Toll, das war ja so klar, ja. So, da. Na? Nee, da rechts, nee, da rechts. Oh, nein. Wo denn nur? Hier ist doch nix. Doch, da wo du drauf standest, auf die Erhöhung, Mann. Hier, oh, toll. Des Todes Dolch trübt Camillas Augenlicht. Hm. Des Todes Dolch trübt Camillas Augenlicht. Ist klar. Ja, ist klar, okay, ja. Oh ja, komm, mehr dunkel ist mir. Was ist denn jetzt passiert?
Bist gestorben. Hast du ausgegeben und bist ins Wasser gestorben. Wieso kam da jetzt ein Gegner? Die kommen immer. Nein, wenn ich stehen bleibe und da gerade keine Gegner sind, kamen bis jetzt in der Nacht auch keine Gegner. Mhm. Dann war's. Fick dich doch, du Assi. Ein Programmierfehler. Nee, passt schon, oder? So, warte. Achtung. Ich hau schon mal. Kommt nix. Jetzt kommt nix, ist klar. Alles klar, so habe ich da nochmal einen anderen Kopf getriggert. Genau, beginn dann mal schön weiter nach links. Ach, komm, ich hasse Nacht, vor allem mit so starken, schwachen Waffen. Ne? Klar. Ewig speichern. Komm schön, immer schön nach links. Oh, scheiße, ey. Wir brauchen echt eigentlich eine bessere Waffe. Die haben wir uns noch ab, so eine Sorte. Was war denn das? Der ist nicht gesprungen. Keine Ahnung. Was für ein Vollnubel. Du musst immer noch links, ganz einfach. Ja, ja, warte doch mal ab, ey. Der ist nicht gesprungen, der Onkel, als ich auf Springen gedrückt habe. Lass dir Zeit. Lass dir Zeit. Dun, dun, dun. Komm her, du hässlicher Arschkopf, ey. Hau dich tot. Ich mach dich kaputt. Oh, Alter. Simon, du bist echt ein dummes Arschvieh. Ohne Scheiß, der ist total dämlich, Ratten manchmal. Was denkst du, warum dieses Spiel quasi ins... weißt du, der Video... Leck mich am Arsch, ja. Das ist totale Kotze, ja, das Spiel im Moment. Das ist... Du kommst jetzt auch Richtung Ende, das ist jetzt schon das... Nee, die Steuerung ist einfach kacke. Ja, das... Was denkst du, warum das Spiel bei Angry Video Game Nerd gespielt worden ist? Ja, weil... Genau aus dem Grund. Genau aus dem Grund. Es ist total hässlich gerade. Ja. Genau aus dem Grund haben die das gemacht. Ja, noch mehr von den Arschfickern hier, oder was? Von was? Arschfickern. Arschgefickten Boys. So, leck mich ja hart am Arsch, ey. So, jetzt muss ich ja wieder eine Lorbeere fressen. Ich habe keine Lorbeere. Ja, das ist, tja, dann ist es schlecht. Wieso hast du keine Lorbeeren? Weil wir immer nur eine gekauft haben, wenn wir eine brauchten. Jetzt ist aber eine ziemlich lange Passage da. Wie viel Energie hast du? Puh, also weit das nicht noch, ausreichend. Ich überlege. Ah ja, es geht schon, könnte es schaffen. Speicher mal, probier's mal. Probier's. Oh, komm, ey, du Kackzrickenvieh. Das wird nix. Keine Chance? Nee, tot. Warte, ich lad nochmal. Ich probier's nochmal. Und das Viech da, das hat mich auch relativ gut getroffen. Okay. Nee. Also die Passage ist viel zu lang hier. Okay, dann machen wir das mal ganz clever. Das sind wir jetzt hier, dann gehen wir wieder zurück nach B und dann müssen wir zu der Stadt quasi, wo du ganz vor uns mal warst, am Anfang des Parts, theoretisch. Oh, den ganzen Weg wieder oder zurück. Oder aber wir tun ein Leben opfern und gehen da links weiter. Ich habe keine Leben mehr. Ach, das war schon das letzte Leben, oder? Natürlich. So, ne, das war schon nicht. Ich hab doch gerade den Game Over Screen gezeigt. Achso, dann müssen wir wieder... Ey, leck mich hart am Arsch, ey. Es kotzt nee, nicht mich mal, ja an. Nicht mal, scheiße, wir müssen darüber. Nicht mal die Stadt hat was. Nee, das können wir auch vergessen, die Stadt. Wir bräuchten dann, wir müssten wieder... Das ist aber gar nicht so schlimm, ne? Weißt du warum? Nee. Wir gehen auf jeden Fall... Ich gerade tierisch ankotzt schon wieder das Spiel, ey. Das bin ich ja echt abgefuckt. Also wir gehen wieder zurück, weißt du warum? Und dann kriegen wir nämlich auch, können wir uns die Peitsche dann holen, weil nur der Stadt kriegen wir auch die Bären und die Peitsche. Was hier an sich nicht... Alter! Ihr dämlichen Arschkekse! Also wir müssen zurück nach Ondol, das habe ich jetzt rausgefunden. Warte, ich muss mich jetzt hier hart konzentrieren, Alter. Alter, fick dich, du Kackscheiße! Nein, jetzt habe ich gelacht. Ja, okay, hart konzentrieren. Ich mach's jetzt erstmal den Typen hier besiegen. Ja. Nein! Jetzt dreht er durch. Jetzt reicht's. Ziemlich mein Haupt durch. Ein was?
Ein Hartdeutsch. Scheiße, wir brauchen diese. Rage. Rage. Ach doch, da kriegen wir los. Gut, gut, gut. Ey, natürlich kannst du ja so weit spucken, du Kackmistvieh, Alter. Ich hasse dich dafür, du Arschratter. Fick dich doch. Fick dich doch. Was doch, Scheiße. Sagt man nicht. Doch. Doch, das sagt. Nein, fuck. Nein, fick, fuck, fuck. Ja, ohne Scheiß, wir waren genau da. Das gibt's ja gar nicht. Ha, jawohl, nur weil wir diesen scheiß Morningstern, also Morgenstern nicht gekauft haben, Alter. Und diese scheiß Laurels nicht geholt, ne? Weil sie Laurels gehen ja am Quatsch, diese Lorbeeren. Aber das geht schon noch, also ich habe jetzt einen Plan. Ich sag's jetzt mal kurz und knapp, das hat jetzt locker zwei Parts nochmal eingehandelt. Oh, what no. Nur weil wir so nicht vorbereitet da reingerammelt sind. Ja, woher soll man das auch riechen? Jetzt mal ja, ganz ehrlich, ey. Na gut, du musst auf jeden Fall wieder zurück zu der Stadt, wo wir da am Anfang waren. Das ist erstmal Faktum. Ja, okay. Das schaff ich. Hier geht's eigentlich, weil hier kannst du bloß gerade auslaufen. Wenn man da oben lang gehen würde, wie gesagt, da oben ist rein gar nichts. Und jetzt kann ich ja wenigstens einmal die Story erzählen. Und zwar, Transsilvanien liegt ja in Rumänien. Warte, mach ich mal das Spiel ein bisschen leiser. Okay, jetzt. Genau, Transsilvanien liegt ja nur in Rumänien. Ach ja, das wolltest du davon noch erzählen, stimmt. Genau, und Rumänien. Transsilvanien heißt ja eigentlich. Nicht. Nein, shit. Arschköpfe. Und Transsilvanien heißt ja auch nicht nur einfach Transsilvanien, sondern es heißt ja eigentlich Siebenbürgen. Wie du vorhin schon mal sagtest, im Part vorher, glaube ich, oder so. Weiß ich nicht mehr genau. Erzähl weiter. Siebenbürgen. Mhm. Genau. So heißt die Stadt auf Deutsch. Oh, jetzt wird so noch kack-fucking-Arschloch-mega-mäßig kack-mist-dunkel. So. Ich muss jetzt hier meinen Fluch, muss ich vornehmen. Ja. Und, ja, da oben gibt's in der Stadt gibt's auch eine Kirche, Gott sei Dank. Geil, oh Scheiße, ey. Und, ja, warum gibt's mitten in Rumänien eine deutsche Stadt eigentlich, ne? Ja, Castlevania hört sich jetzt nicht so deutsch an. Nee, Castlevania ist Siebenbürgen, Spiel. Meinst du ja. Hm? Siebenbürgen, ja. Und warum gibt's das eigentlich? Weil da quasi, weil in Rumänien damals, also damals, wo die Missionare, die Christenmissionare, ne? Die haben quasi, das ist eigentlich der östlichste Stützpunkt davon gewesen, den es gibt. Und warum heißt das Siebenbürgen? Und nicht ja, jetzt, Achtbürgen? Ja, weil oder Neun Eichen? Ja, weil das Sachsen sind. Das sind Sachsen. Deswegen ja. Sieben? Nee, das hat was mit den sieben Städten, glaube ich, da zu tun irgendwie. Die haben da, das war so, die haben missioniert, wie sie gesagt damals. Und das waren Sachsen, welche? Also aus Sachsen, die sind da losgezogen und bis nach Rumänien sind die gekommen. Und haben sich dort mehr oder weniger niedergelassen und wurden auch geduldet. Ach, du Scheiße. Oh, leck mir, warte mal, warte. Ich hab's gleich, Hast du ein Schwein? Endlich geschafft, ey. Warte, ich suche jetzt erstmal die fucking Arschkirche. Und genau. Und dann latschen wir die Team an. So, ich lese hier nochmal kurz das Schild. Kleinen Moment. Gehe nach links zum gottlosen Graben oder gehe nach rechts zur Nordbrücke. Hast du das so Stimme gemacht? Nordbrücke würde ich wahrscheinlich. Nein, habe ich nicht. Nordbrücke würde ich vermutlich zusammenschreiben, nicht auseinander. Nö, ich habe da Platz. Dann lassen wir das so. Ja, und zwar ist das der östliche Stützpunkt von Missionaren, das waren Sachsen. Und die haben dort auch wie so ein Staat im Staat errichtet, mehr oder weniger. Die haben ein richtig großes Teil dort gehabt, was erst nach dem Krieg wieder dann geschrumpft ist. Also zur Höchstzeit waren da 30.000 Sachsen. 300.000 Sachsen. Okay, also Sachsen, kann man sagen, ja. Und die haben ja natürlich Deutsch gesprochen, freilich, na klar. Und deswegen redet ein Teil da unten in Bulgarien, Rumänien, Deutsch. Sächsisch. Also könnte man nur sagen, Dracula ist zum Halbdeutscher? Ist ein Halb, ja, wenn man so will. Und dieses, also ja, das ist lustig. Genau da, wo die ihr Lager aufgeschlagen hat, gibt es eben diese Burg da hier, was angedichtet wird, dass das halt das Draculas Schloss ist. Und wobei nach Forschungen rauskommt, dass der eigentlich nie in dem Schloss war, ne?
Achso, Braun. Dieses Schloss Braun. Achso, okay. Das ist eigentlich mittendrin, wo die Sachsen sich niedergelassen haben. Hm. Ja, okay, dann würde ich sagen, wir beenden jetzt diesen Part mit dieser wunderschönen Geschichte. Ja. Also, genau. Also Leute, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Castlevania 2 auf dem NES. Achso, warte. Genau, um das noch zu beenden. Und zwar wollen die Japaner damals in Dragula X, ja, fürs PC-Engine, wollten die quasi das so authentisch wie möglich gestalten und haben quasi da eben aus Transylvania bzw. Siebenbürgen einen Menschen dort das Intro von Castlevania X einspielen lassen. Und das Intro in Japan, also auf dem japanischen Spiel, ist natürlich dann auch deutsch. Weil viele sich gewundert haben, wieso habe ich hier ein japanisches Spiel und ein deutsches Intro? Tja. Auf der PC Engine. Könnte ja auch daran liegen, dass die Japaner ein bisschen deutschaffin sein sollen. Na, weiß ich nicht, aber Fakt ist auf jeden Fall, die wollten es authentisch haben und deswegen haben die quasi da einen, der das Intro rein so, genug einspielt. Jetzt. Genug ja. Jetzt. Wir müssen jetzt hier den Part unterbrechen, weil wir sind nämlich schon in der Zeit drin. Okay. Also, macht's gut, bis dahin und tschaußen, Leute. Tschüssi. Ich freue mich übrigens auf den nächsten Part. Yay, ich auch.